Hallo, hier bin ich mal wieder, euer Amos aus Ostfriesland. Vor ein paar Wochen haben wir Rübenpressschnitzel bekommen. Was ist das? Rübenpressschnitzel ist das, was überbleibt in der Zuckerrübenfabrik, wenn man der Zuckerrübe den Zucker entzieht. Der Zucker wird benutzt bei uns als Süßungsmittel im Kaffee, bei allen möglichen Süßspeisen, bei der Herstellung von Kuchen, Teigwaren, egal was, wir auch immer benutzen, was eigentlich süß sein soll. Bei uns in der Landwirtschaft ist das Nebenprodukt, nämlich die Pressschnitzel, ein wichtiger Bestandteil in unserer TMR. Als Grünland-Futterbaubetrieb, und hier liegt die Betonung auf Grünland, ist es so, dass wir überwiegend Grassilage in der totalen Mischration haben. Wie ihr im Hintergrund ja seht, die Kühe fressen mit einem hohen Anteil Grassilo und auch im Sommer auf der Weide sehr viel Gras. Und da Gras bekanntlicherweise einen hohen Eiweißüberschuss hat und dieser Eiweißüberschuss muss nach Möglichkeit abgepuffert werden. Und genau da kommen die Rübenpressschnitzel ins Spiel. Die Rübenpressschnitzel sind ein sehr guter Energieträger und Energie und Eiweiß muss in einer Ration immer in einer Balance sein. Und darum sind wir sehr dankbar, dass wir auch dieses Jahr die Möglichkeit hatten, uns einen gewissen Vorrat anzulegen. Dieser Vorrat, das sind ungefähr 300 Tonnen, den wir haben, der reicht ungefähr für ein Jahr. Wir füttern gut eine Tonne pro Tag und als weiteren Energieträger in der Ration haben wir natürlich noch Maissilage, aber hier steht erstmal für uns, für die Schmackhaftigkeit, ganz klar im Vordergrund die Rübenpressschnitzel. So, das war's dann mal wieder, euer Amos aus Ostfriesland. Und denkt immer dran, wenn ihr den Kaffee süßt, dann tut ihr auch was für unsere Milchkühe. Bis dann, tschüss!